Willkommen, liebe Menschen da draußen an den Lautsprechern, an den Bildschirmen zu einer weiteren Folge von Newcomer TV, dem Musikmagazin, welches sich auf die Fahne geschrieben hat, die regionale Musikszene zu supporten. Und wir sind immer in unterschiedlichen Abständen in der Portstraße Jugend und Kultur live zugange. Das Ganze nennt sich dann Newcomer TV-Nächte. Und so möchte ich euch zurückführen zur dritten Newcomer TV-Nacht in die Portstraße Jugend und Kultur am Fuß des Taunuses im wunderbaren, schattigen Oberursel. Und manchmal ist es tragisch. Ne? Wir hatten eigentlich ein ganz anderes Line-up. Es sollte eine Band spielen und noch ein Singer-Songwriter, aber Krankheit und private Probleme und ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall haben sie ganz kurzfristig abgesagt und wir wussten nicht, machen wir jetzt nur zwei Acts oder finden wir jemanden. Und zum Glück kenne ich, die hat ja auch gespielt und die habt ihr ja gesehen in der letzten Sendung, Dasha Reimt, eine total krasse Rap-Aktivistin, die auch Workshops gibt und einfach sehr, sehr gut vernetzt ist. Und habe ihr gesagt, hier, das ist die Situation, ich würde jetzt einfach, das ist das Schmalste, was geht, irgendwie zwei Rap-Akte oder Hip-Hop-Akte irgendwie gerne in der Sendung haben, in der Live-Sendung bzw. Live-Veranstaltung. Und sie hat dann ein bisschen telefoniert und zack, 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 hatten wir tatsächlich ein fantastisches Programm. Und im Keller der Portstraße gab es auch noch die alte Rap- und Hip-Hop-Deko, die wir irgendwann mal gemacht haben. Wir haben wieder das Ölfass hingestellt und diesen Grill mit dem Autoreifen und so und dann diese Graffiti-Backline da, also hinten irgendwie. Und es sah alles so authentisch aus und es war klasse, also kurzfristig erst Frust und dann Lust. Ja, und deswegen möchte ich euch jetzt die beiden Rap-Acts vorstellen, die an diesem wunderbaren Abend in der Portstraße Jugend und Kultur gespielt haben. Rap-Acts, die ich selber noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und der erste, den ich euch vorstellen möchte, nennt sich Tollpatsch und ist, wie gesagt, Rapper und vor allen Dingen auch Produzent. Hat schon jetzt eine längere Pause hinter sich. Auch privat Probleme gehabt oder Business, man weiß es nicht, weil als Künstler unterwegs zu sein in den heutigen Zeiten ist wirklich, wirklich ziemlich hart und deswegen kann ich es auch verstehen, dass manche Leute ihre Ruhe brauchen mal eine Zeit lang und jetzt aber werdet ihr ein Energiebündel auf der Bühne erleben mit ganz tollen deutschen Texten, einer fantastischen Musik, der auch die ganzen Beats und den ganzen Kram alles selber produziert. Ein Riesenapplaus von euch für Tollpatsch. Yeah. Okay, geht's euch allen gut? Ja? Ihr müsst sehr laut mit mir reden, ich habe auch diese In-Ear drin. Ah, yeah, okay. Yeah. Okay, passt auf. Yeah, yeah. Mal wieder gestolpert über eigene Erwartungen. Dachte, ich kann alles sprengen, doch es bleibt eine harte Welt. Trotzdem kann man sich aus jedem Scheiß boxen, aber kein Lucky Puncher, selbst ein dickes Weichklopfen. Ich hab keinen Bock mehr auf mein Glück zu warten. Ich will statt mich zu plagen, die richtigen Schritte wagen. Endlich alles, nicht nur planen, zweimal noch Listen machen, aber dieses Mal setz ich die Haken. Viel zu lang gedacht, alles muss perfekt sein. Bloß keine Schwächen zeigen, alles ist ein Wettstreit. Leider verstreicht so immer noch mehr Zeit, in der nicht viel passiert und man noch weniger erreicht. Ich erlaube mir keine Angst vor Fehlern mehr, scheiß auf richtig und falsch. Ich spiel ohne Regeln fair. Ich weiß, wer ich bin, mich muss kein Gerede stören. Ich jede kleine Scheißkritik beschmutzt mein ganzes Lebenswerk. Treff ich Entscheidungen nicht, treffen sie andere. Da hilft mir auch kein Fernglas aus, wenn ich kein Land mehr sehe. Ich will gut sagen können, wenn wer fragt, wie geht's. Ja, es gibt wirklich eine Steigerung von ganz okay. Endlich den Zombie-Modus deaktivieren. Bisswunden versorgen, mich selbst reanimieren. Ich weiß, nichts ergibt mir Sinn, alles kein Untergang. Oder eben doch egal, ich fang nochmal von unten an. Jetzt geht es auf nach unten. Gott im Abfang an die Fehler zu suchen. Mein Glück hab ich hier oben nie gefunden. Und darum geht es jetzt auf nach unten. Jetzt geht es auf nach unten. Gott im Abfang an die Fehler zu suchen. Mein Glück hab ich hier oben nie gefunden.
Und darum geht es jetzt auf nach unten. Seid ihr da? Mir wird ja schon oft auf den Finger gekloppt, weil ich so ewig hier drin rumhock. Du stehst morgens auf, wir sind immer noch und du meinst, es ist kein richtiger Job. Dein Wackeldackel schüttelt den Kopf, mir tut der Nacken vom Nicken so weh. Sonne schon so lange nicht mehr gesehen, bitte, wer ist dieser Vitamin B? Ich bin hier auch gar nicht alleine, ich bin in Wippen im Takt mit den Beinen. Hab keine Angst und lass dich nicht beißen, du musst ja die Ratten nicht streicheln. Ansonsten sind die auch mal gern süß, das Gift kommt erst, wenn's bei mir in der Aufnahme fehlt. Auf in den Krieg, jetzt wird gefeilt, sauberer Beat, dreckiger Wipe. Keine Angst vor Geist. Dann die Druckwellen der Bässe zerfetzen sie gleich. Gute Akustik und Mikrofone, ich hab hier alles Essentielle. Sample ich die Kettensäge, alles voll mit Instrumenten. Und ich bin am Stühle samplen, warum weiß ich selber nicht. Hör den Vollpfosten auf Vollstopfen, auf Vollkopfen bei gestern. Du kannst es sein lassen, mir rein zu quatschen, sei down mit deinen Atzen. Ich bleib hier unten mit meinen Asseln. Sie blicken nach oben zu den Sternen, ich hab hier nicht einmal ein Fenster, doch meine Träume liegen nicht mehr in der Ferne, denn ich baue jetzt in diesem Kellerloch. Sie blicken nach oben zu den Sternen, ich hab hier nicht einmal ein Fenster, doch meine Träume liegen nicht mehr in der Ferne, denn ich baue jetzt in diesem Kellerloch. Hallo Oberursel. Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen daheim an den Lautsprechern, an den Bildschirmen. Willkommen bei der dritten Newcomer-TV-Nacht hier in der Portstraße. Jugend und Kultur am Fuße des Taunuses. Das Licht hat sozusagen, das Tageslicht hat seinen Geist aufgegeben. Und ich habe hier einen wunderbaren Rapper an meiner Seite und freue mich sehr auf Tolpatsch. Hallo, willkommen hier an Bord. Ja, danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Und vor allen Dingen war das ja so zufällig. Also das heißt, bei uns ist ein Act ausgefallen gestern Abend und dann haben wir, weil Dasha reimt auch auf der Veranstaltung spielt und sie ja Connects hat und ich gedacht habe, naja, jetzt eine Band zu organisieren wird noch viel schwieriger, weil da musst du immer gucken, ob fünf Leute Zeit haben. Gehen wir doch in die Hip-Hop-Szene und du hattest Zeit. Vielen Dank dafür. Ja, schön, oder? Also Zeit haben ist gut. Nee, war tatsächlich sehr gut. Ich hatte heute eine Session, hat mir schon gekickt mit der Eliza tatsächlich heute und die ja dann zufällig auch noch hier spielt. Weil, ja, und so hat sich der Tag zweimal postwendend geändert. Check 2, Check 3, Check 5, 7, 11, 13 und so weiter. Er spricht mich morgens nicht an, dicker, vorsichtig. Ich bin auch so schön angepisst, nur weil es morgens ist. Deine genauen Worte sind mir doch egal an sich, es sei denn, sie handeln davon, dass du mir einen Kaffee bringst. Würde ich gerade eben einfach nur spontan überlegen, würde ich schlagen, umtreten, bloß deine Klappe zu tapen. Doch ich hab einen Grundsatz, weshalb ich davon absehe. Entscheidungen fälle ich erst nach einer Tasse Kaffee. Und manche haben es sich wirklich mehr verdient, sind scheinbar schwer verliebt darin, mich durch den Dreck zu ziehen. Ich wünsch euch Hodenkrebs, nicht wirklich, aber hoppsala. Knapp daneben traf es dann halt doch einmal die Prostata. Ey, damit hab ich nichts zu tun, war nicht meine spirituelle Vorstellungskraft, sondern sowas wie eine Mikrowelle. Klar könnte ich leuten, wo du mäßig auf den Sack hin doch. Entscheidungen fälle ich erst nach einer Tasse Kaffee. Wenn sie auf dir rumspringen, abwarten und Kaffee trinken. Und du willst sie alle umbringen, laut abwarten und Kaffee trinken. Du willst nicht, dass es eskaliert, abwarten und Kaffee trinken. Handel schnell, bevor noch mehr passiert, abwarten und Kaffee trinken. Wenn du mich verbesserst und dabei nicht recht hast, dabei aber so tust, als wär ich der letzte Penner. Und wenn ich mich dann auch noch gut zu benehmen habe, weil ich in der Hierarchie so weit unter dir stehe, dann kann ich nur schwer atmen, denn mir platzt der Kragen. Gehirn und die Faust, beide wollen dich jetzt schlagen. Was kann mich noch verarzen, Glück gehabt, da steht's. Entscheidungen fälle ich erst nach einer Tasse Kaffee. Wenn ich's mit nem Becher Kaffee grad noch in die S-Bahn schaffe und der alte Säcke quatschen, dass die Zeiten besser waren, bevor wir mit Flüchtlingen aus Syrien überschwemmt worden sind, bekommen die schon mal nicht Sympathie geschenkt. Doch werden dann verkochte Argumente immer mehr. Wird der kalte Kaffee bitterer, na bitte sehr. Und ich kipp es hin ins Gesicht, denn ich kann es nicht mehr mit ansehen. Entscheidungen fälle ich auch mit einem Becher Kaffee. Yeah. Wenn sie auf dir rumspringen, abwarten und Kaffee trinken. Und du willst sie alle umbringen, laut abwarten und Kaffee trinken.
Du willst nicht, dass es eskaliert. Abwarten und Kaffee trinken. Handel schnell, bevor noch mehr passiert. Abwarten und Kaffee trinken. Du brüllst vor Wut, doch der Dampf öffnet die Poren. Trink das Blut dieser Bohnen, sie sind gerade für dich gestorben. Die Halsschlagader ist nur noch eine einzige Schwellung. Du bist im Brennpunkt, doch das Aroma sorgt für Hälschung. Hab ich zu viel Kaffee gehabt, finde ich langs keinen Schlaf. So werd ich morgens ohne Kaffee nicht wach. Und so fühlt sich morgens wieder alles an wie eine Treibjagd. Alles nicht so einfach, doch ich liebe mein. Ihr wisst schon, wenn sie auf dir rumspringen, laut. Abwarten und Kaffee trinken. Und du willst sie alle umbringen. Abwarten und Kaffee trinken. Du willst nicht, dass es eskaliert. Abwarten und Kaffee trinken. Handel schnell, bevor noch mehr passiert. Abwarten und Kaffee trinken. Ja, vor allen Dingen, wir haben wirklich jetzt das Gefühl gehabt, gestern Abend habe ich noch gedacht, naja, das wird ein schwarzes Loch und heute Morgen, wir wissen nicht, wie wir es machen. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir haben eine ganze Family auf die Bühne gebracht. Also ihr seid schon Best Friends, oder? Ihr drei. Wir sind auf jeden Fall super connected. Es ist tatsächlich die Open Mic Cypher, die Dasha veranstaltet, das Bad Beats, ist so, war für mich wieder so ein Wiedereinstieg in diese ganze Live-Geschichte. Und da habe ich ihr viel zu verdanken. Und ja, tatsächlich habe ich ihr dafür auch mal angeboten, halt einen Song von ihr zu recorden und so. Und seitdem connecten wir halt auch viel. Und generell bei diesen Open Mic Cyphers ist es gerade, da ist richtig was am Brodeln in Frankfurt zum Untergrund. Du wärst gerne abgebrüht wie Lucky Luke. Doch wird es mal ernst, dann sagst du nun, ey, keine Zeit, dich abzutun. Ja, was denn nun? Immer dieses Wunschträumen, doch du drehst dich am Rad, sondern nur Däumchen. Ja, das Leben ist hart, ja, es regnet schon mal, ist doch eh alles nass, nicht rumheulen. Zum Teufel! Mit diesen Engelchen und diesem ständigen Getue. Sie lassen dich am Ende hängen, statt der Gequengel ihre Ruhe. Du Nase-Courage ist doch kein Wort, um gerade so der Herr zu quatschen. Hat Martin geil Laternenbastel auf dem Panel der Ecke versterben lassen. Schieß schneller als dein Schatten, doch du kannst nicht drüber springen. Da müsste man nicht nur dumm rumhampeln, sondern noch lernen, sich zu überwinden. Deine Heldentaten kommen so selten zustande, wie ich gerne aufräume. Kann sein, dass du dich für einen Cowboy hältst, aber das hast du dann verdient. Du reitest durch die Prärie, vor dir liegt wunderschön. An die Gleise gefesselt, deine Jungfrau in Nöten. Bereit, um gerettet zu werden und dich sind dein Krieg zu nehmen. Doch schade, du bist schon vergeben und lässt dich vor deinem Scheißzug nicht verspäten. Und du sagst zu deinem Pferd, das ist der ganze Scheiß nicht wert. Komm, wir reiten weiter. Das ist einfach nicht dein Bier. Komm, wir reiten weiter. Du trinkst lieber alleine. Habt ihr es? Ja? Yeah. Und du sagst zu deinem Bär, komm, wir reiten weiter. Das ist der ganze Scheiß nicht wert. Komm, wir reiten weiter. Das ist einfach nicht dein Bier. Komm, wir reiten weiter. Du trinkst lieber alleine. Okay, drei kommt. Komm, wir reiten weiter. Okay, zwei noch. Komm, wir reiten weiter. Ein bisschen viel lauter, danke. Und komm, wir reiten weiter. Danke, Phil. Es ist ja nicht mehr so, dass ich dir kein Gewissen zutraue. Wenn mal was passiert, was deinen Alltag tangiert, ist es nur gerade im Urlaub. Kann man nichts machen, wenn es halt gerade deine Kuh braucht. Doch sich einzureden, dass man wer, dann gewissermaßen nicht allzu schlau. Du bist kein Superheld, sondern der einzige Vertreter deines Pop-Kinos. Zeigst Top-Niveau, rockst die Show, doch in der Realität bist du chancenlos. Vor der bloß vom Rest der Welt, dass er sich besser verhält und dich als Vorbild lobt. Doch wenn der Vorhang fällt und kein Wort mehr zählt, bist du schon über alle Berge, hopp, geh los. Du brauchst keine Glanzmomente, machst dir die Hände nicht schmutzig. Zur Deeskalation gehst du nur weiter, was für eine Umsicht. Du scheust keine Taten, echt? Du legst dir nur einen Plan zurecht. Währenddessen stellst du mit der Kamera sicher, dass du wirkst, als wärst du hier gerade der Held. Du reitest ein in die Stadt, es riecht nach etwas zu tun. Vor deiner Nase brennt der Saloon. So geil. Doch du bist eine ehrliche Haut, das sich heftig traut, dass er ehrlich zu faul ist. Das sind Leute, die sterben im Rauch. Du ziehst deine E-Zigarette, der Hauptsache rauchfrei. Und du sagst zu deinem Pferd, komm, wir reiten weiter. Das ist der ganze Scheiß nicht wert. Komm, wir reiten weiter. Ey, das ist einfach nicht dein Bier. Komm, wir reiten weiter. Du trinkst lieber alleine. Okay, jetzt. Zu deinem Pferd, komm, wir reiten weiter. Das ist der ganze Scheiß nicht wert. Komm, wir reiten weiter. Ey, das ist einfach nicht dein Bier. Komm, wir reiten weiter. Du trinkst lieber alleine. Komm, wir reiten weiter. Schön macht ihr das. Komm, wir reiten weiter. Komm, wir reiten weiter.
Yeah, danke. Nein! Das war ja unglaublich. Also ich saß im Sessel, ich meine, ihr habt ja gemerkt, also es waren leider nicht so viele Leute da, was mich auch sehr, 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 sehr traurig gestimmt hat irgendwie, wobei man mir das vielleicht gar nicht so angemerkt hat, dass ich so traurig war. Aber deswegen saß ich in so einem Sessel und habe ihn dann so von der Bühnenseite performen sehen und zu seiner Musik gewippt und finde es ein unglaubliches Energiebündel, den guten Tollpatsch. Und ich hoffe, dass ich noch öfters Gelegenheit habe, ihn auf der Bühne live zu sehen oder seine Alben vorzustellen in unseren wunderbaren Radiosendungen bei Virus Musik Radio auf Radio X. Die nächste Künstlerin, die ich euch vorstellen möchte, die auch eben auf der dritten Newcomer TV-Nacht gespielt hat, fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, weil sie ist keine Rapperin, sondern sie ist eine Soul-Sängerin. Sie ist noch nicht so lange hier in Frankfurt. Sie kommt, glaube ich, aus Trier. Also zumindest hat sie da in Trier viele, viele Jahre gelebt und ist dort mit Bands unterwegs gewesen und auch irgendwie hat dort produziert und sie ist Soul-Sängerin. Also sie bezeichnet ihr Genre als Soul-Gesang auf Lo-Fi-Beats und ihre Stimme ist unglaublich. Also sie hat uns alle total magisch in den Bann geschlagen und deswegen lange Rede, kurzer Sinn, ein Riesenapplaus für Eliza Lou. Never ever.
Yeah, yeah. Das? Vielen, vielen Dank. Hallöchen, hallo ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei der dritten Newcomer TV-Nacht hier in der Portstraße Jugend und Kultur, diesem wunderbaren Kulturzentrum am Fuße des Taunuses. Und es ist heute ein schöner Tag geworden, weil gestern hat es so unglaublich sündflutartig geregnet, dass ich gedacht habe, also irgendwie, das wird heute alles nicht stattfinden, obwohl wir ja keine Open-Air-Veranstaltung sind, sondern eine Indoor-Veranstaltung. Und ich möchte mit einem riesigen universellen Applaus heute die unglaubliche Eliza Lu an unserer Seite begrüßen. Hallo Eliza, vielen Dank, dass du vorbeikommen konntest. Ja, danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Weil das war ja gestern noch gar nicht klar, weil das ist deswegen passiert, weil ein Künstler krank geworden ist, beziehungsweise einen Notfall zu Hause hat. Und ich finde das immer so unglaublich, dass es Künstler und Künstlerinnen gibt, die so man nur anrufen muss und dann sind die am Start. Wie machst du das? Hast du dein ganzes Leben auf deine Kunst eingestellt, dass du immer Zeit hast oder war das Zufall? Interessante Frage. Ich sollte mir vielleicht mehr Hobbys irgendwie. Nee, also tatsächlich hat es spontan geklappt, weil ich einfach heute eigentlich mal einen Tag frei hatte und was ganz anderes vorhatte. Aber so eine Gelegenheit lässt man sich dann natürlich nicht entgehen. Eliza, du bist Rapperin, ich sehe, du bist Soul-Aktivistin, Lo-Fi-Beats-Produzentin, Rap und machst Art und Poetry. Ist das alles in einem Programm oder sind das 5, 6 verschiedene Versionen von Eliza Lu? Das hört sich fast so an, als wäre man so eine gespaltene Persönlichkeit. Nee, das muss ich tatsächlich richtigstellen. Also ich bin keine Rapperin. Ich bin Sängerin und ich mache Soul-Musik auf Lo-Fi-Beats von Produzenten. Genau. Das ja, aber das ist gut, dass du das sagst, weil es gibt ja wirklich so die allgemeine Auffassung auch so in der Öffentlichkeit, dass Rap oder Rapper oder Rapperin eigentlich keine Sänger sind, sondern das sind einfach Wortakrobaten, die in kürzester Zeit unglaublich viele Wörter rhythmisch unterbringen können. Ja, und das kann ich zum Beispiel nicht. Also da muss ich euch leider enttäuschen, aber ich habe auf jeden Fall Boom-Bap-Beats mitgebracht und ja, Lo-Fi-Beats und werde darauf ein bisschen soulig singen. They said to me that I just had to move on. They said to me, baby, just let it all go, go, go. But it's not easy, it's moving too fast, fast, fast. And all I want is something that could last. So what am I supposed to do? So what am I supposed to say? If there's no way, if there's no
insecure attack. But now I'm lost, just want to be found, found, found. While I'm searching for a stable ground, ground, ground. So what am I supposed to do? So what am I supposed to say? If there's no way, if there's no way. So what am I supposed to do? So what am I supposed to say? If there's no way, if there's no way, way, way. Alle da seid. Ich freue mich sehr. Thank you, thank you, thank you. Wir sind schon wieder am Schluss unserer tollen Magazinsendung. Laser Lou, ich glaube, es hat euch genauso gut gefallen wie mir und wie den Jochen und dem Newcomer TV-Team oder überhaupt den ganzen Menschen, die in den Hintergrund arbeiten bei den stattfindenden Newcomer TV-Nächten. Es sind eine Menge Menschen, die dort arbeiten. Und wir waren alle am Tanzen und am Schwufen und haben sozusagen stürmischen Applaus gespendet. Und ich hoffe, noch eine Menge von Eliza Lou zu hören. Und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen, weil das war schon das Ende der jetzigen Folge. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Euer Seppel am Mikrofon und der wunderbare Jochen an der Kamera. Ciao, macht's gut.